Ja, vielen Dank, dass Sie die Fragen beantwortet haben. Ich finde, das gibt schon mal einen guten Überblick, wer so dabei ist. Und da ja doch einige die Kampagne Fashion Revolution nicht kennen, würde ich das mal ganz kurz erzählen, worum es überhaupt ging. Und zwar gab es also am 24. April 2013 ist eine Textilfabrik in Bangladesch eingestürzt. Es war das größte Unglück bis dahin in der Textilindustrie. Es gab über 1000 Todesopfer, mehrere tausend Verletzte. Und es ging damals auch wirklich durch die Medien durch. Und einer der Skandale daran war, dass man nicht herausfinden konnte am Anfang, wer in dieser Textilfabrik produziert hat. Man hat dann herausgefunden, es waren große bekannte Modemarken. Also das hat man aber dann erst herausfinden können, nachdem Aktivistinnen und Aktivisten an diese Unglücksstelle gegangen sind und dort versucht haben, aus den Trümmern die Etiketten der Kleidung rauszusuchen und daran zu erkennen, woher oder wer in dieser Produktionsstätte produzieren ließ. Und seitdem gibt es die Kampagne Fashion Revolution, die an jedem immer um den 24. April auf das Unglück hinweist, daran nochmal erinnert und im Prinzip auch leider nochmal daran erinnern muss, dass es nach wie vor keine sicheren Arbeitsbedingungen und oder die meisten Arbeitsbedingungen sind nicht so gut in der Industrie. Und das ist mittlerweile eine internationale Kampagne und wir als Transfer beteiligen uns auch seit einigen Jahren daran. Weil wir natürlich aus unserer Sicht einige Lösungsvorschläge haben für die Industrie und dafür Unterstützung brauchen, damit wir es auch umsetzen können. So, jetzt gehen wir in die Agenda. Und zwar ist es so, dass ich in den nächsten, ich denke mal so einer halben Stunde wahrscheinlich erzählen werde. Zum einen, was ist überhaupt die Kampagne, die wir vorschlagen? Also diejenigen, die geschrieben haben, dass sie keine Aktion bisher durchführen. Vielleicht ist ja am Ende der Stunde, sind sie motiviert, daran mitzuwirken und können dann schon mal beim nächsten Webinar mit Ja auf jeden Fall abstimmen. Ich werde aber auch natürlich erstmal ein bisschen grundsätzlich Überblick geben über die Situation im Textilsektor, auch gerade unter dem im Hinblick auf Corona, weil es dann natürlich auch dramatische Veränderungen gegeben hat in den letzten Wochen und Monaten fast schon. Aber auch noch mal ein bisschen Hintergrund geben zu Fairtrade-Standards im Bereich Textilien. Wir haben da einmal den Baumwollstandard und einmal den Textilstandard. Und das alles werden Sie dann im Laufe der nächsten halben Stunde kennenlernen. Und danach, wie gesagt, wird es auch noch Möglichkeiten geben, Fragen zu stellen. Zwischendurch werde ich aber auch noch mal fragen, ob es ja, ob es Fragen gibt. Zunächst einmal, ich denke, Sie werden es gehört haben, dass die Situation im Textilsektor nicht so gut ist. Wir haben es auch 7 Jahre nach Rana Plaza, aber natürlich auch davor, mit massiven Überstunden zu tun. Es gibt teilweise auch keine geregelten Arbeitsbedingungen. Das fängt damit an, dass auch viele Arbeiterinnen und Arbeiter, gerade in Textilfabriken, auch gar nicht wissen, wie ihre Rechte sind als Arbeitnehmerinnen. Und auch da ein besonderer Aspekt sind auch die Löhne, die teilweise nicht ausreichend sind für Existenzsicherung. In der Regel werden Mindestlöhne gezahlt, die aber auch in den Ländern, in denen produziert wird, einfach nicht ausreichen. Also es gibt für manche Länder die Berechnung, dass der existenzsichernde Lohn ungefähr dreimal so hoch ist wie der Mindestlohn, der gezahlt wird. Hinzu kommt, dass die Textilindustrie zu den unsaubersten gehört der Welt und da spielt Umweltverschmutzung natürlich eine sehr große Rolle, auch Klimawandel, die klimatischen Veränderungen. Dazu werde ich auch nochmal später kommen. Aktuell ist es so, dass durch die Corona-Pandemie es natürlich auf alle große Auswirkungen gibt. Das merken wir hier natürlich auch, aber es merkt man vor allem gerade da, wo es vielleicht eh schon schwierig ist und die Wirtschaft in den jeweiligen Ländern, beispielsweise Indien, beispielsweise Bangladesch, ist sehr stark auf Export orientiert. Das heißt, sobald es ein Problem gibt innerhalb der Lieferkette, ist natürlich führt es eben zu weiteren Veränderungen und zu negativen Auswirkungen. Für uns bei Fairtrade ist es jetzt im Moment so, dass wir vor allem mit den Produzenten und Produzenten im Austausch bleiben, dass wir über die Produzentennetzwerke auch weiterhin beraten möchten, dass wir aber auch natürlich unsere Arbeit anpassen. Also es gab vielleicht, haben Sie es mitbekommen, letzte Woche, vor 2 Wochen,
eine Anpassung der Prämienverwendung. Und zwar kann man jetzt, können die Kooperativen beziehungsweise auch die Produzentinnen flexibler über die Verwendung der Prämie entscheiden. Das heißt, sie können sie auch wirklich in zum Beispiel Kauf von Gesichtsmasken investieren oder auch Barauszahlungen an Arbeiterinnen und Arbeiter vornehmen zum Ausgleich für Lohnausfälle. Und darüber hinaus bleiben wir aber mit der Politik auch weiterhin im Gespräch, auch mit dem Einzelhandel und versuchen, die Warenströme möglichst konstant auch am Laufen zu halten, weil es da so ist, dass sobald es irgendwie unterbrochen ist, braucht einfach die Logistik ein bisschen mehr Zeit, um sich wieder zu erholen. Bei einigen Produkten ist es glücklicherweise kein Problem. Also wir haben oder weniger ein Problem. Wir haben bei Kaffee, Bananen, Schokolade ist es einigermaßen stabil geblieben und wir hoffen natürlich, dass es auch weiterhin so bleibt. Aber gerade bei Textilien ist es tatsächlich so, dass der Markt eingebrochen ist. Und wir haben natürlich einerseits in Indien herrscht jetzt Ausgangssperre und das wird auch noch bis Anfang Mai aufrechterhalten. Das heißt, dass viele Fabriken, also alle Fabriken geschlossen sind, dass viele Menschen auch ihre Arbeitsplätze verloren haben und auch derzeit versuchen, von den, aus den Städten rauszukommen in die, also aufs Land, wo dann ihre Familien leben. Aber auch das ist teilweise schwierig, weil der Verkehr auch, das öffentliche Nahverkehr auch zusammengebrochen ist. Ein anderes Beispiel ist Bangladesch. Auch da ist es so, dass es da eine Ausgangssperre gibt und auch knapp 4.000 Fabriken im Land derzeit geschlossen sind. Und das bedeutet für, also man schätzt rund 4 Millionen Beschäftigte, zumindest zeitweisen Stopp der Arbeit, aber auch für manche sicherlich auch einen Verlust ihrer Arbeit. Und da gibt es eben noch die Besonderheit oder ein Aspekt ist, dass die meisten sind auch Frauen, die dort davon betroffen sind, weil die meisten Arbeiterinnen auch tatsächlich Frauen sind. In Bangladesch war das sogar so, dass die Vereinigung der Vereinigung der Arbeiterinnen davor gewarnt hat, dass die Ausgangssperre bzw. auch der Verlust der Arbeit zu Protesten, zu Unruhen führen wird. Und die Regierung hat mittlerweile auch angekündigt, dass es da Hilfen geben wird. Ein Teil der Probleme in den Ländern wie Indien, Bangladesch kommt natürlich auch daher, wie die Situation hier vor Ort ist. Das werden Sie ja auch mitbekommen haben, die meisten Geschäfte waren in den letzten Wochen geschlossen. Also gerade Modegeschäfte dürfen ja langsam jetzt öffnen, aber sicherlich nicht alle. Und der Handelsverband des deutschen Einzelhandels schätzt, dass wöchentlich ein Umsatzausfall von rund 7 Milliarden Euro entstanden ist. Auch der Onlinehandel ist eingebrochen. Da wird der Rückgang auf 20 bis 30% geschätzt. Und wir haben letzte Woche gab es ein Interview von den Betreibern des Avocado Store. Das ist so ein nachhaltiger Online-Shop. Und die sind zeitweise wirklich von 50 bis 60% Rückgang ausgegangen. Mittlerweile hat es sich auch ein bisschen erholt. Das heißt, es ist der Einzelhandel ist betroffen, die Modemarken sind betroffen. Es gibt auch erste Insolvenzverfahren. Manche Marken melden, dass ihre Umsätze um 50% fast eingebrochen sind. Und die reagieren natürlich auch darauf. Die reagieren darauf, indem sie einige von ihnen beispielsweise auch die Produktion umstellen. Es gibt tatsächlich auch Unternehmen, teilweise sogar aus dem höheren High-Fashion-Bereich, die mittlerweile Schutzmasken anfertigen. Sie passen aber auch ihre gesamte Produktionskette an. Und das hat natürlich starke Auswirkungen darauf, wie es im globalen Süden dann aussieht. Also wenn beispielsweise gibt es, allein in Bangladesch wurden Aufträge im Wert von 1,5 Milliarden US-Dollar ausgesetzt bzw. storniert. Daraufhin hat die Vereinigung der Textilproduzenten in Bangladesch einen Brief auch geschrieben an das BMZ, also das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Und daraufhin, oder das BMZ sollte eben auch die Unternehmen dazu aufrufen, bitte nicht zu stornieren, beziehungsweise zumindest das, was schon produziert wurde, also weiterhin abzunehmen oder auch die Produktion, die gerade sich in der Fertigung befunden hat, auch abzunehmen. Also nicht diese Probleme an die Produzentinnen und Produzenten abzuwälzen. Gleichzeitig ist die ganze Industrie auch so ein bisschen wahrscheinlich ein Opfer der Umstände, die man sich auch geschaffen hat, einerseits.
Denn es ist so, dass natürlich durch die ganze Fast-Fashion-Problematik ist es so, dass die Kleidung, die jetzt aktuell produziert wird, für Frühling, für diese Übergangssaison im Sommer, im Herbst schon gar nicht mehr, aktuell ist und eben dieses ganze, ja, der Modekreislauf oder der Modezirkus geht weiter und man möchte immer wieder neue Kleidung haben. Und das führt dazu, dass eben das, was aktuell produziert wurde, eventuell nicht abverkauft werden kann. Da zeigt sich auch erfreulicherweise, dass die Unternehmen, die jetzt schon fair produzieren und eben mehr darauf achten, dass sie auch mit der Krise anders umgehen. Also ganz wichtig für die Produzentinnen ist, dass die einige faire Labels auf Solidarität setzen und auch versuchen, das Problem auf mehreren Schultern zu verteilen und eben nicht an einzelne Glieder der Lieferkette auszulagern. Und es gab letzte Woche auch, glaube ich, ein Interview im Spiegel. Da haben einige Unternehmen auch angekündigt, dass sie beispielsweise nicht keine Sales organisieren werden. Sie werden keine Rabattaktionen starten und auch darauf achten, dass die Kleidung, die jetzt produziert wurde für den Frühling, für den Sommer, auch weiterhin auch im Herbst abverkauft werden kann, dass sie auch auf die Kollektionen, die nachkommen, angepasst wird. Und es gibt einfach eine breitere Unterstützung, also auch eine breitere Debatte dazu, wie man zusammenarbeitet. Dazu hatten wir auch von Pure Cotz eine sehr schöne Meldung. Und zwar hat der Sustainability Manager gesagt, dass sie zwar aktuell keine Bestellung versenden können, auch nicht produzieren können und alle Mitarbeiterinnen ja, zu Hause sind und auch nicht arbeiten können. Trotzdem möchten sie kein Personal entlassen und auch erstmal ist nichts geplant. Und sie arbeiten auch mit den Unternehmen, mit denen sie zusammenwirtschaften, weiterhin und sind auch im stetigen Austausch. Und das ist sicherlich ein Best Practice, um eben aus diesem Bereich rauszukommen. Christina, vielleicht kannst du ganz kurz sagen, dass Pure Cotz das erste Unternehmen ist, das tatsächlich auch auf dem Weg zur Zertifizierung ist. Das wissen wahrscheinlich nicht alle. Genau. Pure Cotz ist eben seit, wann war das, Ende des letzten Jahres auch zertifiziert nach dem Textilstandard. Diesen Standard werde ich auch nochmal später vorstellen, was die Besonderheiten davon sind. Und das führt dazu, dass wir hoffentlich dann auch Ende des Jahres auch ein fertiges Kleidungsstück nach dem Textilstandard haben in den Läden. Vielleicht gibt es dazu erstmal Fragen, sonst würde ich mit der Kampagne weitergehen. Hier kommt eine Frage, ob die auch Bio produzieren. Mit Biobaumwolle, Pure Cotz? vermute ich mal. Ja. Ja, also Pure Cotz produziert auch mit Biobaumwolle. Es ist sowieso so, dass rund, also bei der Baumwolle zumindest, ist es so, dass 65% der Bäuerinnen und Bauern auch eine Bio-Zertifizierung haben. Das war's. Okay, dann zeige ich erstmal die Kampagne, die wir uns für die Fashion Revolution überlegt haben, die sich natürlich, wie ich auch schon vorhin gesagt habe, sehr stark an die Kampagne der Fashion Revolution anlehnt. Aber natürlich auch ist es im Moment so, dass man nicht viel anders natürlich machen kann, außer jetzt Online-Präsenz zu zeigen. Und ich glaube, das oder ich hoffe, dass die Ausführungen zu Corona auch gezeigt haben, wie wichtig das auch gerade jetzt ist, die Label zu unterstützen, die fair produzieren. Und da haben wir zum einen einen Sticker, den Sie sich auch noch bestellen können. Das ist sicherlich bis 24. noch da. Dazu sage ich auch nochmal gleich was. Aber auch ohne Sticker können Sie auf dem Social-Media-Kanal Ihrer Wahl, ob das jetzt Facebook, Twitter ist, Instagram, ein Statement posten, und zwar ein Foto von beispielsweise Ihrem Lieblingskleidungsstück mit Fairtrade-Baumwolle und das Unternehmen, was nach diesem Standard produziert, stärken. Dazu reicht eben ein Foto plus Statement plus das Label und Fairtrade verlinken, damit wir auch sehen, was sie tun und es auch dann reposten können. Und die beiden Hashtags zu nutzen, Push Fairtrade und Who Made My Clothes. Das ist das Hashtag der Kampagne Fashion Revolution. Falls Sie aber sagen, naja, ich möchte einerseits natürlich mein Label stärken, aber ich möchte vor allem das andere mitziehen, was ja ebenso wichtig ist. Dann können Sie auch Ihr Lieblingslabel auffordern, fair zu werden. Vielleicht haben Sie ja irgendwie ein schönes Label, was sagen, ja, ich mag die Kleidung total gerne, aber ist noch nicht fair. Dann wäre das eine Möglichkeit zu sagen, hier, ich möchte, dass es Fairtrade wird.
Auch da das gleiche Verfahren, Foto plus Statement plus Label und Fairtrade verlinken und die beiden Hashtags nutzen. Dazu haben wir, ursprünglich war das ein größerer Teil der Kampagne, dass man eben auch ein Magazin hat, das man verteilen kann, beispielsweise an der eigenen Hochschule oder an der eigenen Schule. Das ist mittlerweile natürlich ein bisschen schwierig, aber man kann trotzdem das Magazin bestellen und auch natürlich das an Freunde, Verwandte, Mitschülerinnen, vielleicht Kommilitonen schicken. Und da ging es uns darum, einerseits zu zeigen, dass es eben schöne Kleidung schon gibt, aus Fairtrade-Baumwolle. Wir geben da auch nochmal Informationen zu Fairtrade-Baumwolle und Textilien. Wir haben einige Interviews geführt mit Menschen aus der Branche, auch mit Influencerinnen aus der Branche. Und wir haben vor allem, das ist so ein bisschen das Herzstück, ist eine 14-seitige Modestrecke, in der wir verschiedene Outfits präsentieren. Also einerseits mit Fairtrade-Baumwolle, aber andererseits natürlich mit Vintage und Stücken aus dem Kleidertausch, weil es da also es ist erstens ein guter Mix, das wissen wir alle, dass wir gerne unsere Sachen auftragen sollen, möglichst lange, dass wir auch gegen Fast Fashion uns durchaus ja, aufzeigen können. Und in dem Heft haben wir das eben auch schon selber gemacht. Das sind sehr schöne Bilder. Hier sind so ein paar, die ich Ihnen zeigen kann. Aber da gibt es natürlich noch viel mehr. Also das, bei jedem Bild ist es wirklich immer so ein, zwei Stücke Fairtrade-Baumwolle und der Rest ist dann aus einem Vintage-Store hier in Köln, beziehungsweise aus der Kleiderei, die ja vielleicht einige kennen. Christina? So, ja. Christina, kannst du ganz kurz, hier ist eine Zwischenfrage, die Kampagne, kann man da auch Sportschuhe, sind die auch mit einbezogen? Also, es gibt einige Schuhe mit Fairtrade-Baumwolle und man kann aber natürlich, die Kampagne an sich kann man natürlich auch nutzen, um Schuhproduzenten, also um Schuhmarken darauf aufmerksam zu machen, auf jeden Fall, würde ich sagen. Gut, dann komme ich jetzt nochmal zu den Fairtrade-Standards für faire Kleidung und zum einen zeige ich auch gleich nochmal so ein bisschen Siegel, auf die man achten kann, die wir von Fairtrade haben. Aber erstmal ein paar allgemeine Zahlen und Fakten zu Fairtrade, zu Baumwolle, Entschuldigung, zur konventionellen Baumwolle. Da ist es vor allem vielleicht interessant zu sehen, wie viele Menschen eigentlich an der Baumwollproduktion beteiligt sind. Also im Baumwollanbau sind es 350 Millionen Menschen. Und was ich eben auch schon gesagt hatte, die Umweltbilanz von Baumwolle ist leider nicht so gut. Da haben wir zum einen genetisch modifizierte Saatgut. Das ging ja auch vor ein paar Jahren durch die Presse, dass es da eben auch wirklich Probleme gibt. Und dazu kommt, dass ein T-Shirt unglaublich weit reist, vom Baumwollfeld bis wirklich zum Kleiderbügel. Also es kann sein, dass die Baumwolle aus Pakistan kommt, die Entkörnung in Indien stattfindet und die Konfektion vielleicht nochmal in Bangladesch und so weiter. Bis das Produkt dann wirklich hier bei uns landet, hat es 18.000 bis 50.000 Kilometer zurückgelegt. Das nochmal zum Vergleich, die Erdumrundung von 40.000 Kilometern, also wirklich quasi einmal um die Welt gegangen. Plus die Wasserbilanz, das ist, glaube ich, auch bekannt, dass rund 3000 Liter für ein T-Shirt draufgehen. Bei Jeans ist es sogar noch mehr. Das sind, ich glaube, 7 bis 8 Liter, die da benötigt werden, um das Produkt herzustellen. Also wir müssen auf jeden Fall, wenn man diese Zahlen sieht, muss einem, glaube ich, klar sein, wie wertvoll so ein Kleidungsstück ist und wie wichtig es ist, dass wir es auch vernünftig behandeln. Was sind aktuell die Herausforderungen im Baumwollanbau? Klar, eben hatte ich schon gesagt, die Umwelt oder der Umweltaspekt. Wir haben 2,4% der weltweiten Anbaufläche für Baumwolle. Dazu zählen auch beispielsweise Anbauflächen in den USA. Aber rund 24% bzw. 11% werden Mittel gegen Insekten und Schädlingsbefall eingesetzt in der im Baumwollanbau. Das heißt, auch da wieder sehr starker Umweltaspekt, der nicht, ja, einfach nicht gut ist. Hinzu kommen soziale Kriterien, also ausbeuterische Kinderarbeit ist nach wie vor verbreitet. Es ist auch für viele Familien, die im Baumwollanbau tätig sind, nicht möglich, ihre Produktion, also ihre Ernte
zu guten Preis zu verkaufen. Das heißt, sie verkaufen häufig unter den Produktionskosten. Und damit ist klar, dass sie auch ein Einkommen erwirtschaften, was nicht ausreicht. Also wir haben so eine Durchschnittsschätzung von 2 US-Dollar pro Tag. Und das ist, wenn man das Vergleichszahl daneben sieht, wirklich ganz, ganz knapp an der extremen Armut, die von der Weltbank geschätzt wurde. Und extreme Armut heißt, dass man nicht in der Lage ist, aus eigener Kraft seine Existenz zu sichern und erst recht nicht, sich Ersparnisse beispielsweise aufzubauen. Das ist also mit ein Grund ist natürlich auch, dass der Weltmarktpreis immer wieder steigt. Es gibt bei Fairtrade einen Mindestpreis, dazu komme ich auch gleich nochmal, der gegen diesen Weltmarktpreis, der immer schwankt, absichert. Aber trotzdem ist er da, plus dass einige Länder oder einige Industriestaaten wie die USA beispielsweise die einheimische Produktion stärken möchten durch Subventionen, was eben auch Auswirkungen hat auf den allgemeinen Preis. Und ein wichtiges Thema in den letzten Jahren, und es ist jetzt auch nicht zu erwarten, dass es besser wird, leider ist der Klimawandel, dass es auch da Veränderungen gibt des Klimas, die dazu führen, dass die Erträge schwanken und dass auch die Erträge vielleicht schwächer werden und dass die Ernte, die vielleicht früher zu einem, also einem höheren Beitrag verkauft werden konnte, jetzt tatsächlich das nicht mehr möglich ist ohne weiteres. Ich komme nun zu Fairtrade-Baumwolle und da ist es vor allem interessant, dass es gibt 9 Länder, aus denen Fairtrade-Baumwolle kommt. Der größte Anbieter ist Indien, das heißt der größte Exporteur ist Indien. Und dann gibt es aber auch in westafrikanischen Staaten wie Mali und Senegal noch einige Produzenten, Produzentenorganisationen. Aber eben Indien ist der Bereich, wo es hauptsächlich darauf ankommt. Und dann möchte ich Sie noch auf die ganz, also untere Zahl aufmerksam machen. Und da steht, dass eben 51, also von den Tonnen Baumwolle, die es gibt, werden ungefähr 51% unter Fairtrade-Bedingungen verkauft. Und das heißt, dass viele im Baumwollanbau, dass häufig Ernte nicht zu 100% zu Fairtrade-Konditionen abgesetzt werden kann, auch wenn es 100% zu Fairtrade natürlich produziert wurde. Und das geht darauf zurück, dass der Absatz immer noch nicht so stark ist, dass auch Nachfrage nicht so stark ist. 50% ist natürlich schon mal gut und trotzdem ist natürlich das Ziel, dass alle, die zu Fairtrade-Konditionen produzieren, ihre Ernte auch zu den Konditionen absetzen können. Das sind jetzt die Zahlen für 2018. Man sieht hier einerseits, dass es immer wieder ein Plus gibt. Also wir haben jetzt allein im ersten Halbjahr 2019 ein Plus gegenüber 2018. Und wenn man das jetzt so in Kleidungsstücken anschaut, sind das 14 Millionen allein 2018, was auch, glaube ich, eine große Zahl ist oder zumindest so erscheint. Aber man muss sagen, dass die meisten Produkte, die jetzt in Deutschland verkauft werden oder in Europa verkauft werden, eben nicht fair gehandelt sind. Und es gibt keine Zahlen, die es wirklich belegen. Man kann das, also es gibt keine Zahlen, die es angeben, aber man schätzt bei Expertinnen und Experten, dass es unter 1% sind, was natürlich nichts ist, ne, im Vergleich zu dem, was es sonst noch gibt. Die meisten Kleidung wird an Privatkonsumentinnen und Konsumenten verkauft. Das sehen Sie an der Grafik rechts im Bild. Und das kleine Dunkellila-Stück sind Verkäufe an die beispielsweise an Organisationen, an andere Unternehmen oder auch eben an Städte und Gemeinden. Das ist eben nicht der Bereich, wo ich selber in den Laden gehe und mir was kaufe, sondern wo ich als Institution oder als Stadt etc. einen Einkauf tätige. Weiter unten nochmal ein paar Zahlen zur Prämienverwendung. Das hatte ich eben schon gesagt. Das sind die Gelder, die für soziale Projekte gezahlt werden. Das heißt immer so, dass es einen Mindestpreis gibt plus die Prämie. Und die Prämie wird meistens verwendet für beispielsweise Bildungsprojekte, aber auch in Investitionen in die Produktion. Das heißt, man möchte eben auch seine eigene Produktion langfristig aufbauen und nachhaltig stärken. Und das wird unter anderem mit Prämiengeldern gemacht. Und genau diese Prämiengelder sind eben die, wo es jetzt gerade auch so ein bisschen abweichend von dem, wie es normalerweise läuft, möglich flexibler einzusetzen, schneller damit zu arbeiten und auch wirklich so die
wichtigsten Notsituationen gerade zu beheben damit. Gibt es bis dahin? Ja. Ja, genau. Da war eine Frage, die vielleicht alle interessiert, ob das die Fragen für 18 oder 19 sind. Kann ich selber auch beantworten. Die 19er-Zahlen werden im Moment ermittelt oder sind schon ermittelt und die werden erst auf der Jahrespressekonferenz veröffentlicht. Also die sind alles Zahlen vom, das steht ja auch oben drüber, von 2018. Genau, also außer jetzt für die erste Zahl, also beziehungsweise die Prozentzahl ist für das erste Halbjahr 2019, aber die absoluten Zahlen und alle Entwicklungen, wie Angelika gesagt hat, kommen, ich glaube am 7. Mai ist die Pressekonferenz, die digitale, und dann werden sie auch veröffentlicht im Bericht. Gibt es sonst noch Fragen dazu? Also hier ist nichts eingegangen. Okay. Dann gehe ich erstmal auf die Siegel ein. Und zwar sind das die Siegel, die Sie möglicherweise schon mal in Ihrer Kleidung oder irgendwo in der Nähe Ihrer Kleidung gesehen haben, bis auf eins zumindest. Das erste ist das Fairtrade Baumwollsiegel. Und das ist ein klassisches Produktsiegel, was wir haben, was es ja auch für Kaffee gibt. In dem Fall steht ja Cotton dran. Das heißt, es geht hier um Baumwolle. Und das weist aus, dass ein Produkt, beispielsweise ein T-Shirt, zu 100% aus Fairtrade Baumwolle besteht. Das ist auch das, was man auch beispielsweise in Hangtag sieht an der eigenen Kleidung. Das zweite ist das Fairtrade-Rohstoffmodell und da, das sagt aus, es ist nicht an T-Shirts zu finden, sondern meistens an den, also man kann es auf der Website kommunizieren oder ja, sonst noch irgendwo, aber es ist nicht am Produkt. Und da geht es, oder es sagt aus, dass das jeweilige Unternehmen einen bestimmten Anteil der eigenen, des eigenen Baumwollbedarfs mit Fairtrade-Baumwolle deckt. Und dieser Anteil muss immer erhöht werden. Heißt für die Produzentinnen und Produzenten einfach, dass sie also für die Produzentinnen ist es das Gleiche wie bei dem anderen Siegel, aber es eröffnet nochmal andere Möglichkeiten. Also wenn beispielsweise Kleidung nicht nur aus Baumwolle besteht, sondern eben aus anderen aus anderen Textilien, dann ist es eben möglich, da zu mischen. Und das Unternehmen hat einfach einen flexiblen Einsatz von Fairtrade-Baumwolle. Auch Ziel ist da natürlich, dass möglichst alles nach und nach Fairtrade-Baumwolle ist. Das letzte Siegel, das kennen Sie sicherlich oder haben Sie bestimmt noch nicht an Kleidung gesehen, denn es gibt es noch nicht. Wir haben vor drei Jahren ungefähr mit einem neuen Programm begonnen, und zwar ist das der Fairtrade Textile Production Standard. Und da wird das Produkt zertifiziert, das innerhalb der gesamten Lieferkette nach Fairtrade zertifiziert ist. Und zwar nicht nur die Baumwolle, sondern wirklich die gesamte Lieferkette mit Spinnerei, mit Entkörnung, mit Konfektion, mit Veredelung etc., was es da alles so gibt. Und dazu gehört neben dem Standard auch ein Textilprogramm. Das Textilprogramm ist eine Reihe von Schulungen zur Unterstützung von Fabriken, die man einerseits natürlich machen kann, um dann das Textilstandard also nach dem Textilstandard sich zertifizieren zu lassen, oder aber auch unabhängig davon, dass man Verbesserungen in der eigenen Produktionsstätte durchführen kann. Und da sind wir gerade im dritten Jahr. Und es gibt einige Unternehmen, die schon mitmachen, aber noch längst nicht alle. Und was ich, also da gibt es jetzt auch nochmal natürlich mehr zu erzählen, das mache ich ja auch gleich nochmal. Hier ist mal allgemein, was wofür Fairtrade steht. Es ist Transparenz in der Lieferkette, dass man nachweisen kann, okay, wo kommen die Rohstoffe her. Es ist der Mindestpreis, den ich schon erwähnt habe, als Absicherung nach unten. Und die Fairtrade-Prämie, die immer gezahlt werden muss. Es ist die demokratische Organisation innerhalb einer Kooperative beispielsweise oder aber auch einer Fabrik. Also auch beim Standard, Textilstandard gibt es eine demokratisch organisiertes Komitee, was über bestimmte Bereiche eben mit entscheidet. Und da sind unter anderem eben auch Arbeiterinnen und Arbeiter mit drin und können auch für ihre Rechte, für ihre Wünsche auch einstehen. Kinderarbeit und Zwangsarbeit ist natürlich verboten. Und eben umweltschonende Produktionsweisen. Es gibt eine Liste von Substanzen, die verboten ist für Textilien. Auch genmodifiziertes Saatgut ist verboten. Also es gibt noch eine Reihe anderer
Dinge. Und im Textilstandard ist es so, dass dann hinzukommt noch eine Reihe von Dingen, die auf die gesamte Lieferkette eben auch nochmal ausgeweitet sind. Da ist es ganz wichtig, die verantwortliche Einkaufspraxis und Preise. Und da sieht man ja im Prinzip auch, was ich eingangs erwähnt hatte, dass jetzt Unternehmen, die schon vorher fair waren, auch sich in dieser Krisensituation fair verhalten gegenüber ihren Subunternehmen. Die Unternehmen, die nach dem Textilstandard sich zertifizieren lassen möchten, müssen auch ein gewisses Risikomanagement und die transparente Lieferkette gewährleisten, auch inklusive aller Subunternehmen. Das heißt, man kann nicht sagen, damit habe ich nichts zu tun, das ist jetzt XY dafür zuständig. Wie gesagt, eine Liste von verbotenen Substanzen, auch Produktionsmethoden, Stärkung der Beschäftigten in bestimmten Komitees. Und ganz wichtig, das ist auch das, was beim Textilstandard das Besondere ist, dass es der einzige Standard bisher, der existenzsichernde Löhne innerhalb einer festgelegten Frist von 6 Jahren vorsieht. Und das ist das, was die Unternehmen, die sich daran beteiligen müssen, auch erreichen müssen innerhalb von 6 Jahren. Das sind alles Kriterien, die über den von ILO-Kernarbeitsnormen liegen, falls es jemand das sagt. Wichtig ist aber auch, dass die Unternehmen auch hier wiederum nicht alleine gelassen werden, sondern es gibt Unterstützung von Fairtrade. Wir führen Schulungen vor Ort, Workshops vor Ort und versuchen eben alle zu erreichen. Und eben auch ein großer Bereich ist, dass die Arbeiterinnen und Arbeiter beispielsweise in einer Textilfabrik auch um ihre Rechte kennen und dafür sich engagieren können. Gibt es dazu noch Fragen? Das ist natürlich alles recht kurz gehalten. Wir haben auf unserer Seite zu Fashion Revolution auch noch mehr Informationen. Generell auf der Seite von Fairtrade Deutschland gibt es natürlich auch mehr Informationen, auch Filme zum Textilstandard. Und da würde ich auch, wer mehr wissen möchte, auch empfehlen, da mal reinzuschauen. Christina, hier ist eine Frage. Die interessiert vielleicht auch andere. Da geht es um das Rohstoffsiegel. Da hattest du erwähnt, die Unternehmen müssen ihren Baumwollanteil sukzessive erhöhen. Und da ist die Nachfrage, ja, wie kann man das denn, ne, wie wird das vorgeschrieben? Gibt es da Vorschriften? Wie wird das überprüft? Da gibt es Vorschriften, die kenne ich aber jetzt aus dem Kopf nicht. Also da würde ich tatsächlich auch sagen, dass man gerne nochmal auf der Website reinschauen kann. Und es gibt auf der Seite von, also Fairtrade Deutschland gibt es da Angaben zu. Und es gibt auf der Seite von Fairtrade International auch nochmal ganz umfangreiche Materialien und auch zu allen Standards. Und da kann man wirklich auch nachlesen, wie sowas quasi in echt funktioniert. Mhm. Da habe ich im Kopf leider keine Zahlen. Dann ist hier eine Frage, wenn ich ein Pferd, aber vielleicht können wir das auch alles an den Schluss stellen. Das sind alles keine Verständnisfragen, sondern eher inhaltliche Fragen. Das stellen wir einfach ans Ende, ja? Okay, du hast es ja im Blick, ne? Bin ich, ja, genau. Ich habe. Okay. Wir sind auch schon fast am Ende der Präsentation. Ich habe jetzt hier nochmal zusammengefasst, warum man denn jetzt wirklich Push Fairtrade in den sozialen Netzwerken posten sollte. Und zwar, es gibt gute Lösungen und es gibt Unternehmen, die sich schon mit Fairtrade-Baumwolle, die mit Fairtrade-Baumwolle arbeiten, die dazu beitragen, dass eben im Baumwollanbau Produzentinnen und Produzenten gestärkt werden. Und es gibt einen Standard von Fairtrade, in dem wirklich vom Baumwollfeld bis zum Kleiderbügel alles abgedeckt wird und eben der Weg zu existenzsichernden Löhnen auch vorgeschrieben wird innerhalb einer gewissen Zeit. Aber dennoch ist der Großteil der verkauften Kleidung in unseren Geschäften nicht fair. Das heißt, man muss die Unternehmen immer wieder auch darauf hinweisen. Und es ist so, dass nur Nachfrage auch das Angebot verändert. Das heißt, wir müssen immer wieder fragen, woher kommt die Kleidung? Wer ist dafür verantwortlich? Und die Unternehmen, die das dann auch erleben, dass es dann ihren Kundinnen und ihren Kunden wichtig ist, die werden sich auch nach und nach dann damit beschäftigen und umstellen. Bisher gibt es nur 3 Unternehmen, die auf dem Weg zum Standard sind, also dem Textilstandard. Das ist einmal Melaware, Brands Fashion und 3 Freunde. Und da brauchen wir natürlich noch viel mehr. Also eigentlich je mehr, desto besser und auch größere Unternehmen müssen natürlich dabei sein. Und deswegen möchten wir eben diese Kampagne nutzen, um das nochmal rauszustellen.
Und hier nochmal die Kampagne zusammengefasst. Also am besten wäre es, wenn Sie es direkt nach dem Webinar Kleidungsstück aussuchen, ein Foto machen, einen Kommentar formulieren. Wir haben auch ein paar Beispielkommentare auf unserer Website. Dass Sie das Label sich aussuchen, welches Sie fair haben möchten und die Hashtags nutzen und das Statement posten. Und wir möchten einfach in dieser Woche wirklich möglichst große Sichtbarkeit schaffen für das Thema fairer Handel, für faire Textilien und natürlich auch gerade für die Situation der Arbeiterinnen und Arbeiter in der Textilindustrie im Zusammenhang mit Corona. Das sind die Social-Media-Kanäle von Fairtrade. Also wenn Sie das beispielsweise bei Instagram taggen möchten, dann ist das fairtrade.de ohne Punkt. Und ja, am besten, Sie schauen mal, was Sie machen können. Und zum Schluss habe ich ein kleines Video für Sie vorbereitet vom Fotoshooting für das Magazin. Das Magazin gibt es übrigens in der Mediathek. Das können Sie auch gerne direkt bestellen. Da gibt es auch nochmal diesen Aktionssticker. Und so, wir versuchen das mal. Wir haben es auch probiert und geübt, aber es ist ja doch immer wieder Technik. Ich würde Sie darauf hinweisen, der Ton ist ein bisschen laut. Also wenn Sie eine Möglichkeit haben, Ihren Ton ein bisschen runterzudrehen, gerade wenn Sie Kopfhörer haben, gerne jetzt tun. Oder zumindest auf jeden Fall nicht erschrecken, das ist ein bisschen lauter. Dann spiele ich das jetzt ab.